Wir sind live, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Interessierte. Ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich wahnsinnig auf eine Stunde, auf anderthalb Stunden tolle Debatte zu einem Thema, das zunächst so ein bisschen sehr abstrakt herkommt. Nämlich die Frage ist ja, Landkrankenhaus ein Auslaufmodell? Kuwaitis Krankenhausstruktur. Aber dahinter steht ein ziemlich wichtiges Thema, nämlich die Frage, wie gestalten wir eigentlich unsere Gesundheitsstrukturen der Zukunft? Wie soll man in Thüringen in Zukunft zwischen urbanen Räumen und in ländlichen Räumen, zwischen heimatnah und heimatfern, zwischen spezialisierter Versorgung und Allgemeinversorgung eigentlich die Struktur so aufstellen, dass sie für alle das Optimum und die höchste Qualität bietet. Ich glaube, da haben wir in Thüringen ziemlich Nachholbedarf, nicht nur im Diskurs, noch sehr viel mehr bei der Umsetzung. Aber das setzt ja erstmal voraus, dass man weiß, worüber man spricht. Und heute Abend habe ich hier allesamt Gäste, die wirklich ausnahmslos nicht nur wissen, worüber sie sprechen, sondern die natürlich auch profund sind und ja, in Deutschland zu den führenden Köpfen gehören bei der Debatte. Wie sieht eine Versorgungslandschaft morgen aus? Wir als FDP, wir als Freie Demokraten hier im Thüringer Landtag haben schon ein paar Vorschläge gemacht. Die waren natürlich nicht ganz unumstritten. Da werden wir sicherlich auch in der Debatte nochmal darauf kommen. Aber mir liegt es besonders am Herzen, natürlich erstmal euch und Ihnen allen meine Gäste vorzustellen. Da wäre zum einen natürlich Professor Augurski, der Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit an der Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung. Und ich darf sagen, auch einer der einflussreichsten Diskutanten und profundesten Kenner im Bereich Krankenhausstrukturen und auch Gesundheitsökonomie. Deswegen herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Augurski. Auf der anderen Seite, wenn man das mal so in Zeiten, wo wir mal in Sektorengrenzen einreisen möchte, ist Dr. Bernhard Giebes. Er ist Leiter des Geschäftsbereichs Sicherstellung und Versorgungsstruktur im Dezernat Versorgungsmanagement der KBV. Ist also der, der auf Seiten der Niedergelassenen genau diese Entwicklung im Blick hat, um die es heute geht und vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Idee haben könnte, wie man zukünftig vielleicht ambulant und stationär gemeinsam denken kann. Auch jemand, der auf jedem Podium immer für neue Gedanken und Ideen sorgt. Und deswegen heute in der Runde natürlich herzlich willkommen und genau richtig. Herzlich willkommen, lieber Dr. Bernhard Giebes. Ja, dann natürlich jemand mit dem Thüringen Blick und seit vielen Jahren jemand, der schon eine mahnende Stimme hat, wenn es um die Frage geht, liebe Politik, achte bitte darauf, was du heute tust, denn du wirkst in deinen Strukturentscheidungen langfristig. Und da braucht es manchmal Mut, Dinge zu tun, die vielleicht im ersten Moment unbequem erscheinen, aber auf lange Sicht sich als richtig erweisen. Deswegen auch an Sie herzlich willkommen, lieber Guido Dressel, Leiter der Techniker Krankenkasse, Leiter der Landesvertretung hier in Thüringen und hier und da auch jemand, der ganz bewusst mal gegen den Strich denkt und auch mal Gedanken gegen den Strich bürstet. Also herzlich willkommen. Ja, last but not least, Andrew Ullmann, Professor Dr. Andrew Ullmann. Wir nennen uns einfach Andrew und Robert, weil wir kennen uns viele Jahre, schätzen uns sehr und der Andrew ist Mediziner aus dem Krankenhausbereich, aktuell super gefragt als Infektiologe, Covid-19, die ganze Pandemie. Heute mal ein anderes Thema und ein anderes Steckenpferd von dir, nämlich tatsächlich auch die Frage, wie sieht Versorgungsstruktur in der Zukunft aus? Lieber Andrew, herzlich willkommen bei uns, Mitglied des Deutschen Bundestages für die Freien Demokraten, ich habe es gesagt, und dort natürlich auch Mitglied im Gesundheitsausschuss, der uns heute vielleicht mal die Frage beantwortet, zumindest treibt mich das als Gesundheitspolitiker auf der Landesebene um. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass die Politik im Bund so ein Stück weit eine Hybris hat und meint, von Berlin aus die Probleme des ganzen Landes
lösen zu wollen oder das ganze Land mit Lösungsvorschlägen und Vorgaben beglücken zu können. Das funktioniert nicht so ganz und ich glaube, ein liberaler Ansatz, den wirst du uns heute sicherlich mal vorstellen, wie man das in Zukunft besser machen kann. Also, euch da draußen, Ihnen da draußen wünsche ich viel Freude, viel Erkenntnisgewinn und vor allen Dingen gerne immer kommentieren, reingreifen, reingrätschen, Fragen stellen, denn wo sonst kann man mal so profund direkt auf eine Frage eine direkte Antwort bekommen. Wir fangen einfach an, lieber Herr Professor Dr. Ogórski, wir haben gesagt, mit einer Runde Impulsvortrag, um warm zu werden, um reinzukommen ins Thema und vor allen Dingen natürlich für die, die uns zuschauen. Und ich frage Sie einfach mal frei weg, lieber Professor Ogórski, ist denn das klassische Landkrankenhaus ein Auslaufmodell? Vor allen Dingen auch, ist es in Zukunft doch wirtschaftlich tragfähig und kann es überhaupt die Behandlungsqualität liefern, die man von einem Krankenhaus erwarten sollte? Ja, also ich könnte jetzt gleich beantworten, aber Sie erlauben mir ja ein paar Minuten, dessen herzuleiten. Und da haben wir gesagt, ich gebe mal ganz kurz meinen Bildschirm frei und wir gehen durch nicht viele Folien, keine Sorge, um die Sachen zu motivieren, die ich jetzt da besprechen möchte. Ich glaube, Sie sehen es. Ihre Frage nochmal, ist das klassische Landkrankenhaus ein Auslaufmodell? Und ich würde da jetzt mal ein bisschen auf einer Ebene noch darüber zunächst mal beginnen und einfach nochmal klar machen, was altbekannter Hut ist, nämlich der demografische Wandel. Wir sind seit dem Jahr 2000 da so richtig drin, aber er beschleunigt sich. In diesem Jahrzehnt geht es nochmal in die nächste Stufe. Und ich habe Ihnen einfach mal mitgebracht, die Zahl der 65-jährigen Menschen hier in Deutschland versus die 20-Jährigen. Und heute jetzt, also 2020, so mit Datenpunkt 2020, über 1 Million 65-Jährige und 830.000 20-Jährige. Und Sie sehen, wie sich das entwickelt jetzt im Laufe des Jahrzehnts. Und eigentlich sollen ja diese 20-Jährigen dann, wenn die 65-Jährigen in Rente gehen, ja, ihre Arbeit übernehmen. Und da habe ich so meine allergrößte Sorge, dass wir das nicht gut hinkriegen. Ich meine, Sie kennen das Thema Fachkräftemangel und das haben wir halt auch im Gesundheitswesen. Und was kommt, was passiert? Also auch politisch ist das ziemlich wichtig. Denn wenn wir da so langsam reinlaufen in diese Welt, dann heißt es doch von allen Seiten, ja, da kommt ein Schimpfen, Sie kriegen das auch lokal mit von Ihren Wahlkreisen, die bösen Krankenhäuser, die nur Geld verdienen wollen oder die Ärzte, die keine Zeit mehr haben für die Patienten, muss alles ganz schnell gehen oder die Politik, die nichts zustande kriegt oder Pflege, das muss man irgendwie selbst machen, Angehörige mitnehmen, do it yourself oder die Krankenkassen, die nur Beiträge erhöhen wollen, die TK hat es ja auch schon angekündigt. Also das ist überall so ein Schimpfen und keiner merkt eigentlich so richtig, woran es liegt. Und das ist so ein schleichender Prozess, wir werden einfach älter. Das merkt man persönlich, wenn Dinge dann vielleicht etwas langsamer werden. Und das wird uns als Gesellschaft genauso betreffen. Und deswegen müssen wir uns schlichtweg die Frage stellen, kriegen wir den Wunsch nach einer guten Versorgung einerseits und weniger zur Verfügung stehende Arbeitszeit andererseits unter einen Hut? Also wir sprechen ja immer von einer Pflege in Würde, die man leisten soll, die wir also als gesellschaftliche Aufgabe erbringen wollen. Gleichzeitig ist es ein Appell an die junge Generation, dies bitte zu tun. Aber Sie wissen auch, dass wir gerade dieser jungen Generation massiv Schulden hinterlassen und wahrscheinlich höhere Abgaben. Also glauben Sie wirklich, die werden das schon richten. Und deshalb müssen wir, denke ich, abseits von diesem Thema Fachkräfte uns überlegen, ob wir es nicht irgendwie hinkriegen, dass wir auf der Systemebene effizienter werden. Und was meine ich damit? Also im Krankenhaus, ich glaube, das ist ganz gut effizient aufgebaut, Prozesse optimiert die letzten 20 Jahre. Auch im niedergelassenen Bereich werden die Arztpraxen schon ganz gut funktionieren. Aber was wir ja nicht machen, ist dieses sektorenübergreifende Optimieren. Und das ist aus meiner Sicht ins Zentrum zu stellen, auch das Thema Ambulantisierung, was können wir ambulant machen? Aber auch so oben versteckt hier dieses Thema Prävention,
Unten rechts Schwerpunktbildung, Zentralisierung. Da würde ich Zentralisierung natürlich im Krankenhausbereich, aber durchaus auch im ambulanten Bereich ansprechen und ganz klar neue Technologien nutzen, wie wir das heute Abend tun und wie wir da noch viel mehr Potenzial eigentlich haben. Und deshalb wäre mein Plädoyer zu sagen, wir brauchen ein Zielbild. Also wir brauchen meinetwegen auf Bundeslandebene, aber natürlich auch auf Bundesebene, so ein Zielbild, wo wollen wir eigentlich hin? Das muss nicht jetzt morgen passieren, das sollte so für dieses Jahrzehnt uns eine Richtschnur geben, dass wir wenigstens wissen, welche Wege sollen wir einschlagen. Weil oft geht es hier auch ein bisschen drunter und drüber. Und das Zielbild sollte ganz klar 100% Patientenorientierung haben. Wir müssen die Versorgung um die Patienten herum aufbauen. Und ich würde auch mal eins mitgeben, kann vielleicht nur von einem Ökonom kommen, aber ich sage es trotzdem immer wieder gern, ethisch ist, was Ressourcen spart, weil wenn wir das nicht tun, wenn wir jetzt zu viel Ressourcen immer in die ganzen Prozesse reinlenken, also damit meine ich auch personelle Ressourcen vor allem, dann kriegen wir das halt in ein paar Jahren gar nicht mehr gebacken. Dann fehlen uns die vielen Fachkräfte und wir müssen heimlich rationieren. Das sollten wir tunlichst vermeiden. Und um da mal so ein bisschen einen Blick nach draußen zu gehen, möchte ich gern Elon Musk zitieren, der da sagt, hier unter Punkt 5, also der hat so 10 Tipps für allerlei, wenn man unternehmerisch tätig ist, aber vor allem, denken Sie ein Produkt oder eben hier im Gesundheitswesen ein Service nur vom Kunden her, also von einem Patienten her gedacht. Und stellen Sie auch den Status quo in Frage, nehmen Sie es nicht als gegeben hin. Und Punkt 8, seien Sie natürlich attraktiv für Fachkräfte. Jetzt kann das jeder für sich interpretieren, wie er möchte. Jeder hat da seine Vorstellung. Aber auf eins möchte ich hinweisen, und das ist ja dann unser Thema auch heute Abend, Ambulantisierung. Was ist denn möglich? Jetzt kann man mal ein Extrem nehmen wie Dänemark. Da haben sie ungefähr 13 stationäre Fälle auf 100 Einwohner. In Deutschland haben sie 23. Das ist in Thüringen auch ähnlich. Vielleicht ist sogar etwas höher als der deutsche Mittelwert. Also sie haben da 10 Fälle mehr pro 100 Einwohner oder 40% weniger Fälle also in Dänemark 40% weniger Fälle. Jetzt die Gründe, warum das so ist, das müssen wir nicht eruieren. Ich glaube, Sie haben es auch in Ihrem Papier gesagt, so 21% ambulanzsensitive Fälle gibt es auch in Deutschland. Ich denke, das ist eine sinnvolle Schätzung. Und da ist der Punkt, wie nutzen wir das? Ja? Und wie können wir damit auch effizienter werden? Und für mich ist die Frage, ich habe das jetzt nicht angesprochen, Corona, da könnte man viel dazu sagen, was wir jetzt das letzte Jahr erlebt haben im Krankenhausbereich, im niedergelassenen Bereich. Aber wichtig ist, die Frage, wie könnte das weitergehen? Wir haben hier plötzlich im Jahr 2020 13% weniger Fälle im Krankenhaus gehabt. Im Moment weiß keiner, kommen die wieder, kommen sie nicht. Wenn Sie ambulanzsensitive Fälle anschauen, dann sind es ungefähr sogar 20% weniger, die im Krankenhaus behandelt wurden. Und der Punkt ist, kommen die wieder zurück. Was klar ist, das Vergütungssystem ist ja noch das alte. Das heißt, wenn wir 2022 sind und hoffentlich die Pandemie dann auch irgendwie nicht mehr so virulent ist, dann gilt wieder das alte Vergütungssystem. Laufen wir dann wieder zurück? Oder erleben wir sowas wie in der Luftfahrtbranche, wo jetzt plötzlich die Kapazitäten am Boden stehen, nicht genutzt werden, vielleicht sogar so eine Art schöpferische Zerstörung 2022? Aber Zerstörung ist hier ein Wort, das würde ich gar nicht so in den Vordergrund stellen, sondern es ist, glaube ich, es geht darum, Alternativen aufzubauen, auch für Krankenhäuser. Denn eins ist klar, wenn wir da 10% weniger Fälle haben bei den Krankenhäusern, dann sind eigentlich alle pleite. Das schafft kein Krankenhaus mit 10% weniger Auslastung wirtschaftlich zu überleben. Also wir brauchen da irgendwie eine neue Rolle des Krankenhauses. Und da kommt dann ganz schnell auch das Landkrankenhaus rein, weil ich sage mal, die großen Versorger, Maximalversorger, die werden natürlich bleiben, die werden wir auch so brauchen. Aber das 100-Bettenhaus auf dem Land, da müssen wir uns Gedanken machen, wenn das noch weniger Auslastung hat als heute. Und ich denke, da könnten wir Zentren für fachärztliche Versorgung etablieren mit den Krankenhäusern zusammen, mit den Niedergelassenen.
Die Frage ist dann immer, wer hat so die Hauptverantwortung? Da können wir dann nachher diskutieren. Ich finde auch, solche Zentren sollten mehr Verantwortung bekommen, lokal, um die Gesundheitsversorgung zu koordinieren. Also da geht es dann richtig darum, den Hut aufzuhaben und aus Patientensicht das Richtige zu tun und nicht jetzt aus Sektorensicht. Also da stelle ich mir dann auch tatsächlich eine wichtige Funktion der Hausärzte vor. Also hier so ein Bild, patientenorientiert im Mittelpunkt, hausarztzentrierte Versorgung, da gibt es die Kümmerer, Case Manager, das müssen auch nicht alles Ärzte sein, die können auch zuarbeiten, da können Pflege eine Rolle spielen und Ziel ist dann immer Erhalt der Gesundheit und auch digitale Begleiter können einiges an Arbeit abnehmen, weil wichtig ist auch immer Arbeit abnehmen. Ja, das ist dankbar in den nächsten Jahren. Wir müssen weder die Ärzte noch, wir sollten weder die Ärzte noch die Pflegekräfte überlasten. Und deshalb, damit die auch zusammenarbeiten können, jetzt rein im ambulanten Bereich, würde ich auch diese dezentrale Kümmererfunktion im primärärztlichen Bereich in kleinere Zentren zusammenfügen. Die können sich dann auch besser Dienste teilen und sie merken auch, die wollen immer mehr Teilzeit, sie wollen auch zum Teil Angestelltenverhältnisse, der Nachwuchs, der da. Das ist so ein Beispiel, wie wir es in Finnland organisiert haben. Und Sie können im deutschen System dann auch fachärztliche, ambulante Leistungen in solchen Zentren mit andocken. Ich nenne es mal Gesundheitszentrum Plus. Und jetzt kommt eben auch Ihre Frage, was machen wir denn jetzt mit dem kleinen Grundversorger? Das ist dann das Landkrankenhaus. Das würde ich dann, je nachdem, wie die Lage vor Ort ist, ja, das kann also auch rein ambulant bleiben oder wir schieben das Krankenhaus damit rein und versuchen dann etwas aufzubauen, was vielleicht auch stationäre Behandlung beinhaltet, ambulante Operationen, komplexe nicht stationäre Leistungen, Notfallversorgung, aber, und das wäre mir auch wichtig, auch das ganze Thema Altenhilfe, Kurzzeitpflege, das muss dann mit angedockt werden. Ich habe es mal hier wie weitere Dienste genannt, also Kurzzeitpflege, dass es nahtlos alles rübergeht, die Altersmedizin wird hier eine wichtige Rolle spielen. Und dann wird auch das Krankenhaus da in der Mitte etwas kleiner. Ja, das ist dann vielleicht noch mit Betten, muss aber nicht sein. Aber es wächst sozusagen etwas zusammen und bekommt neue Aufgaben, nämlich, wie schon gesagt, mehr Verantwortung für die lokale Versorgung, Prävention als Ziel, Koordination und eine telemedizinische Andockung an. Und das wäre dann nächster Schritt, das will ich aber jetzt nicht vertiefen, an Regionalversorger, an Maximalversorger, Unikliniken, um das ganze Spitzenmedizin-Know-how in diese Fläche zu bringen. Und eins ist klar, wenn Sie so ein Bild haben als Zukunftsbild, dann müssen Sie auch das Vergütungssystem anpassen. Denn mit dem heutigen, also ambulant-stationär getrennt, kriegen Sie eben diese Verantwortungsübernahme definitiv nicht hin. Also dann soll, warum soll dann jemand Prävention haben möchten? Warum sollte jemand Erhalt von Gesundheit oder warum soll jemand ambulant vor stationär machen wollen, wenn wir das Vergütungssystem nicht auch entsprechend anpassen? Ich will es dabei belassen, den Rest können wir dann auch nachher diskutieren. Da ist bestimmt noch eine Menge zu sagen. Dankeschön. Lieber Professor Ogorski, vielen, vielen Dank für den Einstieg in die Debatte. Und Sie haben ja ziemlich klar gemacht, dass sich Politik bewegen muss. Politik muss sich bewegen, wenn man am Ende eines möchte, nämlich die Kosten im Rahmen zu behalten. Denn jedes System hat ja seine Kosten, die es nicht unendlich ausdehnen kann. Also muss man schon darauf gucken, wie kann ich unter welchen Bedingungen am besten Menschen und optimal Menschen versorgen. Und Sie haben so ein paar Punkte genannt. Naja, die Struktur eines aktuellen der Krankenhauslandschaft wird sich wohl ändern mit mehreren Gründen. Wir haben einen demografischen Wandel, das heißt, auch die regionale Zusammensetzung der Bevölkerung ändert sich. Damit ändern sich Krankheitsbilder. Wenn sich Krankheitsbilder ändern, ändert sich auch die Art und Weise, die die Menschen brauchen in der Versorgung. Ja, wenn man jünger ist, bricht man sich eben vielleicht kompliziertes Bein beim Skifahren. Wenn man älter ist, braucht man eher vielleicht eine geriatrische Begleitung, wird man vielleicht multimorbid, aber nicht exakt so schwer krank, dass man das unbedingt braucht.
Dann haben wir die Kosten der Behandlung, wir haben auch die Technikkosten, um die Struktur Krankenhaus zu haben. Wir haben grundsätzliche Strukturkosten, die über SGB V vorgegeben sind. Ja, und wir haben natürlich auch eine technologische Entwicklung in Richtung im ambulanten Bereich, nämlich die Frage, was kann denn da eigentlich technisch heute und medizinisch gemacht werden, was vielleicht vor 20 Jahren da noch nicht ging. Also, patientenorientiert heißt auch, Strukturen neu zu denken. Erstmal vielen Dank, lieber Professor Augurski, bevor wir dann weiter einsteigen. Und jetzt gucken wir mal zu dem, der sozusagen nicht nur allein, übrigens war sehr schön, dass man mal Schumpeter zitiert gehört hat in einer gesundheitspolitischen Diskussion. Wenn man das versuchen würde hier bei uns im Landtag, würde ich sofort verprügelt werden von allen, was im Übrigen sehr falsch ist, wenn man das sagen darf, denn das gehört unbedingt dazu. Also vielen Dank. An Dr. Giebes, der ambulante Bereich. Wenn wir gehört haben, dass wir stationäre Strukturen neu denken müssen, kommt ja unweigerlich der Blick meist auf die niedergelassenen Ärzte. Und ich versuche da mal ein bisschen zu provozieren, lieber Dr. Giebes, das nehmen Sie mir nicht übel, wenn man hört, ja, es will eigentlich kein Arzt mehr aufs Land. Und dann müssen die auch immer so viel arbeiten und jeder spricht sie an. Also ist vielleicht auch für junge Menschen kein ganz attraktives Arbeitsumfeld mehr und so weiter. Die Kolleginnen und Kollegen sind vielleicht überaltert. Wie soll denn der ambulante Bereich tatsächlich eine sich wandelnde Krankenhausstruktur begleiten? Wird er dann zurückgelassen, wenn er, sage ich mal, klassisch in der Einzelarztpraxis verbleibt, oder ist das auch ein Stück weit gut für den ambulanten Bereich, wenn, sage ich mal, ungesunder Wettbewerb, da ja häufig auch zulasten des ambulanten Bereichs geht, wenn zwei Krankenhäuser sich in der Region streiten, teils mit absurden Dingen. Was kann also der ambulante Bereich tun, wenn man eben Versorgung gemeinsam denkt, nämlich ambulant und stationär gemeinsam? Welche Konzepte, glauben Sie, werden wir in Zukunft in der Fläche sehen können? Bitte schön, Dr. Giebes. Ja, vielen Dank, Herr Montag, für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin und auch mal mit so fachkundigen Leuten wie Professor Augurski zu diskutieren, wie es da weitergehen kann, was wir da tun können. Ich selber bin auch Arzt. Ich habe meine Facharztweiterbildung gemacht in einem Krankenhaus, das geschlossen wurde. Ich bin da hingegangen, als es geschlossen wurde. Es war ein katholisches Haus. Es gab einen Gottesdienst noch. Die Leute haben geweint. Und ich weiß, was es bedeutet, ein Krankenhaus zuzumachen. Trotzdem bin ich da, sehe ich das ähnlich wie in dem Vortrag eben dargestellt. Selbst wenn wir genügend Geld aller Welt hätten, hätten wir nicht genügend Menschen. So viele Strukturen im stationären Bereich, in der Fläche aufrechterhalten zu können. Wir sind gut beraten zu überlegen, was können wir da tun. Und ich meine, das geht nicht gegeneinander, nur miteinander. Die Krankenhauskollegen wollen ihre Patienten gut versorgen. Wir wollen unsere Patienten gut versorgen. Wir sollten gemeinsam überlegen, wie das künftig aussehen könnte. Und da ergibt sich schon eine neue Arbeitsteilung, auch zwischen Pflege und Ärzten, zwischen Krankenhäusern und Niedergelassenen, zwischen Zentren. Und ich glaube, auch die Einzelpraxis wird immer ihre Berechtigung haben. Es wird immer Stellen geben, wo die Einzelpraxis ein wertvoller Beitrag ist, wo ein Selbstständiger eigenverantwortlich sich darum kümmert, auch am Samstag möglicherweise noch da zu sein und abends noch die Abrechnung zu machen, weil er sich damit identifiziert. Nach unserer Erfahrung ist ein Selbstständiger, der aufs Land gegangen ist, der Letzte, der noch übrig bleibt. Alle anderen sind schon weg. Die Klinik, der Investor, selbst der Tengelmann oder wer auch immer macht zu, der Niedergelassene, der sich dort niedergelassen hat, bleibt. Insofern glaube ich, ist es nach wie vor ein wichtiges Investment einer Region, Selbstständigkeit zu fördern. Wenn wir uns das ganze Panorama anschauen, glaube ich schon, dass wir gar nicht umhin kommen. Und das, die Dänen sind das Extrembeispiel, auch andere Länder zeigen das. Sie brauchen eine spezialisierte stationäre Versorgung. Wenn Sie zum Beispiel sich anschauen, es gibt 600 Herzinfarkte pro Tag in Deutschland. 600 manifeste Herzinfarkte. Sie haben 1100 Kliniken. Ich würde eigentlich erwarten, dass jedes Krankenhaus, was einen Herzinfarktpatienten versorgt, so zwei am Tag sieht. Dann bräuchte ich 300, 400. Wäre viel zu wenig. Aber ich brauche bestimmt nicht 1100. Das heißt, in anderen Worten, wir brauchen eine gut ausgestattete, gut finanzierte stationäre Versorgung, die sich wirklich um anspruchsvolle Dinge kümmern kann. Wir brauchen eine gute ambulante Versorgung, weil, das haben wir auch angesprochen am Montag, ich sage mal ganz selbstbewusst, die Zukunft der Versorgung ist ambulant. Immer mehr wird ambulant geschehen und da kommen wir an den Punkt dran,
wo wir vielleicht nicht ganz einer Meinung sind, Professor Ambrosky, und wenn wir in der Diskussion, ich glaube, diesen Transformationsprozess muss man von der ambulanten Seite her denken. Man muss nicht darüber nachdenken, wie man kleine Häuser durch noch mehr Ambulantisierung doch noch am Leben hält. Man muss überlegen, wie man eine Gruppe von Patienten, die gar nicht vollstationäre Versorgung braucht, wo es nur darum geht, übernachten zu können, dass auch eine Pflegekraft da ist, wie kann man die im ambulanten Umfeld weiter versorgen? Und das ist unser Konzept seitens der KDV. Wir nennen das erweiterte ambulante Versorgung. Es gibt mit immer streng stationäre Versorgung geben, da brauche ich eine Intensivstation, da brauche ich eine Radiologie dabei, da brauche ich weitergehende Services. Aber es gibt eine ganze Reihe von Patienten, gerade ältere Patienten, die angesprochen wurden, die kann man eigentlich ambulant operieren, wenn die noch eine Nacht betreut schlafen, nochmal frühstücken, auf Toilette gegangen sind, nach Hause entlassen werden können. Die gehen heute vollstationär in einem riesen Aufwand in ein Krankenhaus, wo wir gar nicht mehr die Leute haben, so viele Ärzte und Pflegekräfte überall vorhalten zu können. Insofern ist unser Konzept eine erweiterte ambulante Versorgung, dass diesen Bereich der komplexeren Versorgung zu ambulantisieren und dabei auch niedergelassenen Kollegen mehr Möglichkeiten zu geben, auch Übernachtungsleistungen abrechnen zu können. Wir nennen das intersektorales Gesundheitszentrum und da kommen wir auch relativ nah beieinander. Die Begrifflichkeiten kann man immer natürlich anders wählen. Wir nennen das ein intersektorales Gesundheitszentrum, was von Niedergelassenen betrieben wird. Kann natürlich auch ein Krankenhaus sein, was ein NVZ hat und auf dem Wege Versorgung sicherstellt. Dort wird klassische ambulante Versorgung erbracht, aber auch die angesprochene erweiterte ambulante Versorgung. Das heißt, bis zu 3 Übernachtungen können Patienten dort bleiben. Immer dann, wenn sie aufgrund ihrer Fallschwere in einer solchen Einrichtung gut versorgt sind. Und natürlich ist die Idee dabei, dass auch eine Apotheke am Ort sein kann, eine Pflegestation, eine schmerztherapeutische Ambulanz. Idealerweise ist es gruppiert um eine hausärztliche oder hausärztlich-internistische Versorgung, kann natürlich aber auch je nach Situation eines Standortes einen anderen Schwerpunkt haben. Wir glauben, damit eine Möglichkeit zu haben, mit der ein Standort nicht komplett geschlossen werden muss, der überführt werden kann in eine ambulante Versorgung. Die Betten würden nach unserer Vorstellung da auch nicht mehr im Krankenhausplan erscheinen. Das sind dann quasi der ambulanten Versorgung zugeordnete Betten. Und da gebe ich Professor Ambrosky recht, dafür braucht es natürlich auch ein Vergütungssystem, was jetzt nicht die Anreize mitliefert, Bettenbelegung zum Ziel zu haben, sondern in einem fairen Anteil auch die Patienten berücksichtigt, für die eine Übernachtung notwendig werden kann. Das Ganze haben wir 2018 vorgestellt, ist auf große Resonanz gestoßen. Wir werden jetzt nochmal eine Konkretisierung des Ganzen nachliefern, jetzt im zweiten Quartal dieses Jahres. Und wir haben eine ganze Menge eigentlich schon an konkreten Kandidaten, wo man so etwas hätte erproben können, was immer wieder in letzter Sekunde durch einen Finanzinvestor quasi verhindert wurde. Oder die Politik hat gesagt, in meiner Periode wird kein Krankenhaus geschlossen. Wir werden jedes Bett erhalten, koste was es wolle. Ich halte das für fahrlässig, ehrlich gesagt. Nicht nur, dass wir da die Generation nach uns belasten mit Hypotheken und Geldern. Ich glaube auch nicht, dass es der Versorgungsqualität zuträglich ist, wenn wir knappe Pflegeressourcen und Ärzte-Ressourcen zu breit verteilen. Das ist unser Konzept. Ich glaube, man braucht da schon die Bundespolitik für, weil nach meiner Wahrnehmung wird wirklich immer streng gedacht, tagsüber ist ambulant und wenn ein Bett da steht, ist es stationär. Ich glaube, beide Bereiche müssen zusammengeführt werden. Es gibt auch eine ganze Reihe von Integrationsverträgen, die wir schon gezeigt haben. Und das sollte sich nicht nur auf ambulante Operationen beschränken, sondern auch auf konservative Leistungen, zum Beispiel in der Geriatrie. Insofern freue ich mich auf die Diskussion. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, auf welcher Seite wir denken und herkommen. Aber ich glaube, da lässt sich gemeinsamer Grund erreichen, auf dem man so eine Versorgung organisieren kann, in der man dann auch später selber gerne versorgt werden möchte. Ich glaube, wir arbeiten mittlerweile an den Strukturen, die uns selber nicht allzu lange Zeit begegnen werden. Ich glaube, wir sollten hier wirklich drüber nachdenken, wie wir gerade diesen Bereich der intermediären Versorgung zwischen ambulant und stationär besser organisieren.
Lieber Dr. Giebes, vielen, vielen Dank für die Perspektive aus der ambulanten Sicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, und Sie beide haben ja ein Petitum gerichtet, Sie haben so ein bisschen die Bundespolitik angesprochen. Ich will da einen Schritt weitergehen und sagen, ich würde sogar die Landespolitik ansprechen. Denn diese aus meiner Sicht unsinnige Debatte, die man immer hört, es wird sich keine Strukturveränderung geben. Das Krankenhaus als Anker der Versorgung, das Krankenhaus, auch wenn es gar nicht mehr in den Versorgungsbedarf der Region adäquat passt, mit weiteren Strukturgeldern und Strukturmitteln als Struktur, wie sie durch SGB V vorgegeben ist, zu erhalten, ist natürlich problematisch. Das kann man sicherlich übergangsweise machen, vielleicht bis zum Ende einer Legislatur, aber auf Dauer verbrennt man Geld, ohne dass es den Patienten zugutekommt. Also habe ich auch Ihr Petitum so verstanden, dass man eben die Dinge auch neu denken muss. Und ich weiß ja, es gibt ja in Templin dieses Beispiel des ambulant-stationären Zentrums, wo man ein Sana-Klinikum abstrukturiert hat, also ambulantisiert hat und eine neue Struktur geschaffen hat. Weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass man aus der Region denkt und vor allen Dingen nicht Strukturen gänzlich aus den Regionen nimmt. Braucht ja Restanten, haben Sie alle gesagt, Notfallversorgung und so weiter. Also auch stationäre Restanten braucht man natürlich. Sondern man muss den Leuten auch sagen, dass ihre Region weiterhin gut versorgt wird, und zwar so versorgt wird, sogar besser versorgt wird, zielgenauer versorgt wird, auf den Bedarf orientiert, den man tatsächlich in der Region vorfindet. Lieber Dr. Giebis, zunächst vielen Dank. Und ich darf für den Impuls, auch für IGZ, das sind ganz spannende Konzepte. Ich kann sagen, für Thüringen, mir würden hier so ein paar Kandidaten einfallen, wo das ganz sinnvoll ist. Ich weiß, lieber Herr Dressel, ich glaube, 2018, 2017 ist das mal in Bad Frankenhausen so gewesen, wo Thüringen leider sich nicht be schnell genug bewegt hat, ein Krankenhaus noch einen Standort weiterzuentwickeln. In Schleiz hat es auch nicht funktioniert, wenn ich recht in Erinnerung bin. Dr. Giebes war, glaube ich, die Bayreuther Studie ist damals von 5 Standorten in Thüringen ausgegangen, wo man so diese Frage dieser intersektoralen Strukturen oder intermediären Strukturen angedacht hat. Also vielen Dank. Ich habe ihn schon angesprochen, den Herrn Dressel. Und ich glaube, Thüringen ist ein ganz spannendes Land. Erstens, weil man Politik sich ja gar nicht bewegt, weil man so ein bisschen die Angst hat, naja, dass einem dann die Landräte aufs Dach steigen und dass man das vorher vielleicht als ja, verantwortlicher Minister oder Ministerin nicht aushält. Das halte ich übrigens für einen Fehler. Ich glaube, der Sturm, der irgendwann kommt, wenn man das nicht richtig macht und richtig neu denkt, wird sehr viel derber sein, als gemeinsam mit einer Region Dinge neu zu gestalten. Aber, lieber Herr Dressel, Sie sind jemand, der schon lange mahnt, dass man doch bitteschön auch die Kosten und vor allen Dingen die Qualität, die erbracht wird, nicht aus dem Blick verlieren darf und dass man durchaus auch mal out of the box denken, aber auch vor allen Dingen irgendwann auch mal handeln muss. Deswegen vielleicht Ihr Blick auf Thüringen, wie Sie es schon seit vielen Jahren ja hier begleiten, und das darf man sagen, durchaus eben auch konstruktiv und aber auch kritisch. Ja, vielen Dank. Also mir würden sofort nicht nur 5 einfallen, sondern auch gleich 7 oder 8 mögliche Standorte für das IGZ-Konzept oder wie auch immer man es nennen mag. Denn was mir jetzt wieder sehr deutlich wird, auch zu solchen Veranstaltungen, also sowohl das, was Professor Augustki gesagt hat, als auch das, was Herr Dr. Giebis gesagt hat, das ist ja nichts Neues. Also wir haben halt einfach seit vielen Jahren auch kein Erkenntnisproblem mehr. Also wir haben halt einfach ein Umsetzungsproblem. Und die spannende Frage wird eben sein, was macht die Politik nach Corona? Da bin ich auch genau wie Professor Augustki schon mal sehr gespannt. Weiter so oder verändert man den gesetzlichen Rahmen dann eben so in dem Sinne, über den wir heute sprechen? Also ich sehe in Thüringen zwei Problemlagen. Also das erste Problem ist aus meiner Sicht ein gesundheitspolitisches Problem. Herr Montas, Sie hatten das ja selber angesprochen. Wir haben halt einfach seit, also jetzt
spätestens seit 2 Jahren im Prinzip die Situation unserer etwas eigenwilligen Mehrheitsverhältnisse hier im Thüringer Landtag. Und das führt natürlich nicht dazu, dass das quasi kraftvoll gesundheitspolitisch gestaltet und geplant wird. Das ist vielleicht sogar erstmal nachvollziehbar irgendwo. Das betrifft durchaus auch andere Länder. Also ich weiß nicht, ob Sie jetzt im letzten Jahr mal was von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sektorenübergreifende Versorgung gehört haben, also die ja auch sozusagen, wo wir ja alle immer noch auf Ergebnisse warten irgendwo. Das ist unter Corona natürlich schwierig. In Thüringen haben wir die Situation, dass ja unsere zuständige Ministerin ganz offen sagt, es geht nur eins, also entweder Corona-Krisenpolitik oder sozusagen reguläres Gesundheitsministerium. Das ist in vielen Ländern so, aber in Thüringen ganz offenkundig auch so erklärt worden. Und das führt natürlich dazu, dass notwendige Zukunftsplanung unterbleibt. Und in dem Zusammenhang gehen dann natürlich die eine oder andere fachliche Initiative, die ja durchaus im Landtag ja hin und wieder hineingetragen wird sozusagen, durch den einen oder anderen Akteur, der auch heute hier anwesend ist, das geht im Wesentlichen ins Leere. Also ich erinnere mich, oder beziehungsweise wenn es nicht ins Leere geht, ist es ein gigantischer Kraftakt. Ich erinnere an den Mehrparteien-Deal jetzt zum Thema Arztnachwuchs, also Erhöhung der Studienplätzezahl, Haus- und Facharztquote. Also das war schon sehr viel Aufwand, das hat sehr lange gedauert, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Also wir haben halt einfach hier nicht die Situation, dass, wie wir es in vielen Nachbarländern haben, also wir haben in Niedersachsen eine Enquete im Landtag gehabt, also die sehr stringent quasi Sachstandsanalysen gemacht hat und eben jetzt dabei ist zu gucken, wo gehen wir hin. Wir haben in Sachsen Zukunftswerkstatt Krankenhaus ganz aktuell sehr ambitioniert, politisch getrieben, mit allen Akteuren sehr vernetzt, sehr zukunftsorientiert. Es gibt in Sachsen-Anhalt Enquetes in Mecklenburg-Vorpommern und da fällt halt Thüringen schon so ein bisschen ab, was schade ist, weil es gibt kaum ein Bundesland, wo das Gesundheitswesen oder auch die Gesundheitswirtschaft quasi so eine hohe Bedeutung für das jeweilige Bundesland hat wie in Thüringen. Also wenn man das jetzt mal so unter Corona sieht, sind wir irgendwo bei 18% Bruttoinlandsprodukt in Thüringen. Das ist eben schon Wahnsinn, ja, und hat nicht eine Entsprechung in Gesundheitspolitik sozusagen als politische Chefsache. Das zweite ist ein strukturelles Problem. Wenn Herr Augurski seine Folien mit den 20-Jährigen und mit den 65-Jährigen für Thüringen machen würde, da wäre das erschreckend. Also ich glaube, wir haben in Thüringen auch eine extreme Diskrepanz zwischen sozusagen den vorhandenen Versorgungsstrukturen und den sozusagen der Bedarfsdeckung letzten Endes. Also auch, wir haben aufgeblähte Versorgungsstrukturen. Wir haben auch immer noch einen sehr hohen Versorgungsbedarf. Der verändert sich allerdings, also durch sehr viele ältere Menschen etc. Und wir haben gleichzeitig eine der geringsten Fachkräftebasen, die es überhaupt gibt bundesweit. Das heißt, wir sind in Thüringen jetzt schon in einem extremen Arbeitnehmerarbeitsmarkt. Also Pflegende können sich im Prinzip aussuchen, wo wird am besten bezahlt, wo gehe ich hin. Und das limitiert natürlich in vielen Gegenden des Landes auch die Zukunftsfähigkeit von Strukturen. Und man hat das, gerade unter Corona kann man das sehr gut beobachten. Also wir haben ja in Thüringen, was die reine Bettendichte betrifft, die höchste Bettendichte aller deutschen Flächenländer. So. Und jetzt haben wir unter Corona plötzlich festgestellt, das findet überhaupt keine Entsprechung in der höchsten Intensivbettendichte. Also sozusagen, wir haben einen schönen Wettergesundheitsmarkt in Thüringen. Also wir waren in Thüringen jetzt über Wochen oder man kann schon fast sagen auf über Monate im Intensivbereich auf Kante genäht. So. Und das zeigt aber eben schon so ein bisschen, dass unsere Strukturen, also dass wir in der ländlichen Fläche in der Vergangenheit so gewesen ist, dass alle haben irgendwie alles gemacht, aber das hilft uns momentan jetzt nicht so richtig. Also dieser Anspruch, den man im ländlichen Bereich hatte, also jetzt quasi Fallschweren zu machen wie ein Universitätsklinikum, das geht momentan unter Corona nicht. Also sieht man auf den Intensivstationen Fachkräftemangel, wir müssen zum Teil Notaufnahmen abmelden aufgrund von Fachkräftemangel und das ist natürlich keine Basis für Qualität.
Es gibt einen Landkreis, das ist immer mein schönes Beispiel, Unstrut-Hainich in Thüringen. Das ist wirklich ein Landkreis, der hat extrem viele Betten in den unterschiedlichen Versorgungsbereichen. Also Krankenhausbetten, stationäre Reha-Betten, auch sehr viele Betten in der stationären Pflege. Und gleichzeitig hat der ein Fachkräftereservoir, das ist wirklich extrem bescheiden. Also dort gibt es tatsächlich, in 10 Jahren gibt es dort noch 100, 150 junge Menschen, die sozusagen mittlere Reife machen. Und die müssten eigentlich, um diese Struktur am Laufen zu halten, so wie sie jetzt ist, müssten die eigentlich alle irgendwie in die Pflege gehen. Die müssten aber auch alle irgendwie ins Handwerk gehen oder die müssten auch alle irgendwie in Dienstleistungen und Industrie gehen. Also da sieht man schon mal, also da haben wir ein massives Problem. Und wir sind halt so ein bisschen insgesamt dadurch in Thüringen zu langsam, um aktuelle Probleme zielgerichtet anzugehen und auch zu lösen. Wir widmen uns zu wenig langfristiger Strukturplanung. Wir haben zu wenig politische Führung und das führt dann leider dazu, dass wir Stichwort Strukturfonds 1 und 2, was ja mal gedacht war, sozusagen diesen Transformationsprozess auszufinanzieren, also um sozusagen bestehende Krankenhausstrukturen, die nicht mehr zeitgemäß sind, in ja sektorale Zentren, also oder sektorenübergreifende Zentren umzubauen beispielsweise oder zu konzentrieren, dass das einfach das Ergebnis in Thüringen auf gut Deutsch gesagt, ernüchternd ist, um nicht zu sagen, es ist eine schiere Katastrophe. Also wir werden eine Situation haben, also der letzte Antrag in Richtung Strukturfonds 1, der ist erkennbar geplatzt. Wahrscheinlich wird die Thüringer Quote jämmerlich sein am Ende. Wir haben im Bereich Strukturfonds 2 auch nicht gerade Antragsteller Schlangen mit sinnvollen Projekten. So. Und wir haben dadurch eine Situation, dass wir alle irgendwie daneben stehen und sehen, wie ein Standort nach dem anderen sozusagen jetzt skelettiert wird. Also wir verlieren Geburtsstationen und wir sehen zu, also Beispiel Schleiz ist ja schon gefallen. Also wir sehen, wie mit einem Krankenhausstandort obskure Dinge passieren. Also wir haben in Südostthüringen haben wir eine Schiene, da die ist dominiert durch Kreiskrankenhäuser, also durch kommunale Häuser. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass diejenigen, die sozusagen immer ja das hohe Lied des öffentlichen Krankenhauses singen, was auch durchaus wichtig ist und was gerade im ländlichen Bereich eminent wichtig ist, dass man dort nicht zusammenkommt, um in dieser Region einfach zu schauen, was sind die Probleme von Schleiz? Was kann die Zukunft von Schleiz sein? Und wie steht das im Zusammenhang mit den Problemen benachbarter Standorte? Denn Schleiz ist dort ja nicht der einzige Standort, der dort Probleme hat. Und das macht mich schon irgendwo betroffen, dass wir dort jetzt versuchen, eine Privatisierung zu machen mit einem Träger, der bei der letzten Privatisierung in Rheinland-Pfalz halt einfach gescheitert ist, weil er keine Erfahrung hat, weil er keine eigenen Häuser hat und weil er auch kein eigenes Geld da irgendwo reinstecken will. Also das sind Dinge, die sind schwierig. Und ich bin halt der Meinung, wir brauchen auch in Thüringen, genau wie in vielen anderen Bundesländern, wo das schon passiert, schnell. Und mit schnell meine ich noch im Jahre 2021 den Einstieg in ein wirklich strukturiertes Handeln. Also wir brauchen eine Bestands- und Fehleranalyse zur Funktionsweise des Thüringer Gesundheitswesens unter Corona. Aber wir brauchen auch möglichst schnell und zwar möglichst politisch, parlamentarisch ganz hoch angebunden, also Stichwort Enquete-Kommission ist schon gefallen, tatsächlich ein Gremium, was sich mit der Zukunft der medizinischen Versorgung in Thüringen befasst. Stichwort Zielbild ist gefallen, also einfach, was sind die Bedarfe mittelfristig, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, was ist die Basis und was sind unsere Versorgungsziele. Und wir müssen das auf Basis einer neuen Bundesgesetzgebung machen. Das Thema, was passiert mit den Fallpauschalen, ist in der Welt. Das Thema ambulanz-sensitives Potenzial wurde genannt. Thema sektorenübergreifende Versorgungsstrukturen als Zukunftsbild ist auch, also wie gesagt, wir haben wirklich kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben einfach ein Umsetzungsproblem und wir müssen das möglichst schnell gemeinsam machen
Und ob das Ganze dann integriertes Gesundheitszentrum heißt oder regionales Gesundheitszentrum oder integriertes Notfallzentrum, das ist ja alles sozusagen, das meint ja alles irgendwo Ähnliches. Und wir sind ja auch zum Teil schon viel weiter, auch was das Thema Vergütungssystem betrifft. Also es gibt, wir haben als TK in Thüringen mal vor einigen Jahren mal die Hybrid-DRGs versucht, in Thüringen ans Laufen zu bringen. Und da war das ZI war da ja mit dabei in diesen Diskussionen. Und also ich könnte da lustige Geschichten über Beharrungskräfte sektorenbezogen erzählen, auf Bundesebene, auf Landesebene. Und möglicherweise ist es jetzt unter Corona auch nicht die Zeit. Aber eine Erkenntnis, die wir da auf alle Fälle gewonnen haben, ist halt letzten Endes, sowas funktioniert am Ende nicht selektivvertraglich durch eine oder mehrere Kassen. Also sowas braucht sozusagen einen anderen gesetzlichen Rahmen und sowas braucht eben möglicherweise auch eine Verpflichtung, eine gesetzliche Verpflichtung für die Selbstverwaltungspartner, das sozusagen in einem Land einfach mal umzusetzen. Und die Konzepte auch für sektorenübergreifende Vergütungssysteme, die sind ja da. Das ZI hat eins, die Bertelsmann Stiftung hat eins, IGIS hat eins sozusagen schon ausformuliert und man kann da relativ schnell anknüpfen. Man muss es eben nur politisch wollen und ich sehe immer mit Interesse, wie jetzt quasi die DRGs unter den Beschuss der Sachverwalter der schönen alten Welt geraten. Also sozusagen, wie war das doch bevor sozusagen jetzt die Fallpauschalen eingeführt wurden, dass das Budget Krankenhaus mit Pflegesätzen und die Kassen bezahlen sozusagen alles. Das ist natürlich eine prima Vorstellung, aber das verkennt natürlich, dass es heutzutage dass diese Strukturen, wie man sie sozusagen von vor 20 Jahren vor der DRG-Einführung so kennt, dass die überhaupt nicht mehr mit Personal gefüllt werden können und in dem Zusammenhang eben auch nicht mehr mit Qualität gefüllt werden können. Und ich weiß nicht, ob es das ist, was man letzten Endes politisch will. Ich glaube nicht. Ja, so viel vielleicht mal als Intro. Lieber Herr Dressel, ich sage immer, da bleibe ich als Freier Demokrat eher optimistisch, was die Mehrheitsverhältnisse hier anbetrifft, weil da die Opposition auch was durchbekommt. Auch wenn es der Regierung gar nicht so sehr gefällt. Ich sag mal, der Hinweis mit den Medizinstudienplätzen kam ja vor allen Dingen mit dem Antrag der FDP zustande, das darf ich sagen. Und Gott sei Dank führt das nicht dazu, wie Frau Henning-Welze vielleicht hofft, aus einer Verstaatlichung unseres Gesundheitswesens der Häuser. Also Entprivatisierung ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Insofern nehmen wir das Petitum mal auf, vor allen Dingen Richtung Politik, dass endlich die Gang hochgeschaltet werden muss, weil wir eben kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Aber das haben wir, glaube ich, schon seit vielen Jahren. Lieber Andrew, das versucht ja der Bund, also die lieben Kolleginnen und Kollegen, aber vor allen Dingen auch der zuständige Minister in Berlin, ja schon länger an sich zu reisen, beziehungsweise von Berlin aus zu regeln, was für Möglichkeiten bestehen, in Regionen Gesundheitsstrukturen umzubauen. Ich frage einfach mal, Andrew, bist du sozusagen da? Ja. Ach so, wunderbar. Okay, da ist er. Schön. Jetzt sehen wir dich auch. Wunderbar. Also, Berlin, lieber Andrew, wie gesagt, hier aus den Regionen haben wir häufig das Gefühl, dass natürlich zum einen der politische Wille bei dem einen oder anderen eben stärker oder weniger stark ausgeprägt ist, aber dass Berlin schon sehr explizit eingreift in die Frage Planungshoheiten von Ländern, auch in die Frage von Gestaltungskompetenzen der Selbstverwaltung, die ich nach wie vor immer noch für deren Existenz ein glücklicher Umstand ist, ohne die hätten wir überhaupt nicht so ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Lieber Andrew, deine Erfahrung aus den letzten Jahren, das Eingreifen der Bundesseite mit viel Geld, möglicherweise auch Strukturen umzubauen, waren ja nicht wirklich erfolgreich. Was ist denn dein Petitum nach fast 4 Jahren jetzt auch Bundestag für dich?
Leidet Berlin manchmal an einer Hybris? Vertraut Berlin nicht den Akteuren vor Ort, egal ob aus der Politik oder der Selbstverwaltung? Was ist deine Erfahrung? Vor allen Dingen, was ist dein, was sind deine Instrumente, die es am Ende besser machen könnten? Ja, lieber Robert, ich bin hier. Ich hoffe, du siehst mich auch. Das hat alles eigentlich gut funktioniert, technisch. Ich will mal mich mal versuchen, das ist eine sehr ungewöhnliche Rolle für mich als ein Jens Spahn-Versteher hier an dieser Stelle. Das ist, passiert mir ab und an, dass ich ihn verteidige. Aber ich glaube, er war ja gesundheitspolitischer Sprecher in der 18. Wahlperiode und jetzt ist er natürlich Minister geworden in der 19. Wahlperiode und hat gemerkt, es funktioniert in den Ländern nicht mit der Krankenhausplanung oder mit dem Gesundheitssystem. Und in einigen Punkten hat er ja durchaus recht. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen Pflegemangel, wir haben einen Ärztemangel, wir haben ein Ungleichgewicht von Versorgung, wir haben Überversorgung und Unterversorgung. In einem Bundesland, fast in jedem Bundesland sieht es so aus. Und die Länder, und da gehört auch Thüringen leider auch explizit dazu, kommen ihren Investitionsverpflichtungen nicht nach bei den Investitionskosten der Krankenhäuser. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht für die kaufmännischen Direktionen der Krankenhäuser, die dann alle defizitär sind. Das klingt dann immer so, als würden die Leute nicht vernünftig arbeiten. Aber am Ende des Tages liegt es daran, dass die Erlöse, die erwirtschaftet werden, die für die Versorgung der Erkrankten in den Krankenhäusern auch eigentlich bezahlt wird, das heißt Personalkosten, Medikamentenkosten, Sterilisationskosten für OP-Instrumente und so weiter, die eigentlich da diese Erstattungen stattfinden, aber das neue CT-Gerät auch irgendwie bezahlt werden muss und dann aus diesem Topf bezahlt wird oder gar Umbaumaßnahmen, die notwendig sind und die Länder haben das seit Jahrzehnten verschlafen. Zum Teil aber auch ein Gedanken der vorhergehenden Gesundheitspolitik, sicherlich nicht unsere Politik von der FDP, aber anderer, die gesagt haben, durch eine finanzielle Hypoxie gehen dann die Kleinen kaputt, da sind wir den Kleinen los und haben grundsätzlich das Problem der stationären Versorgung bei den kleinen Häusern gesehen. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis in dem ganzen Gefüge. Ich spreche immer gerne von einem Matrix-System im Gesundheitswesen, wo alles ineinander verzahnt ist und das nicht losgelöst gesehen werden darf. Und da sind ja entsprechende Wortbeiträge jetzt schon gefallen. Ich spreche jetzt hier von den Sektorengrenzen, die die gesamte Versorgung eigentlich schwieriger machen lässt. Stationäre, also die Krankenhäuser dürfen keine ambulanten Versorgung treiben. Die Niedergelassenen dürfen nicht keine teilstationäre Versorgung oder stationäre Versorgung betreiben. Und hier bedarf es ein Mut, auch von Seiten der Bundespolitik, hier dicke Bretter zu bohren, weil letztendlich ist der Bund auch verantwortlich für die Kostenstrukturen, die entstehen, wie sie auch entsprechend die Erlössituation auch gewährleisten können. Ich brauche jetzt nicht noch groß auf die, ich glaube, Paragraph 12 ist das von SGB 5 über die Wirtschaftlichkeitsgebote, die notwendig sind, sprechen. Aber letztendlich geht es ja darum, dass wir 400 Milliarden Euro im Jahr im Gesundheitswesen ausgeben und uns zum Teil immer gerne selber vorhalten, wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt. Ich würde das durchaus in Frage stellen wollen. Wir gehören zu den Besseren sicherlich, aber nicht zum Besten. Wenn man dann mal die Punkte schaut, wie viele Leute sterben einem Herzinfarkt in unserem Land im Vergleich zu anderen Ländern oder vielleicht auch die Schlaganfallversorgung. Und hier, da muss es auch hingehen, meines Erachtens, zur Strukturreform im Sinne der Qualität, zur Spezialisierung und Vernetzung. Hier sind ja einige Wortbeiträge auch bereits, haben hier bereits stattgefunden. Nur diese Idee, also die Erkenntnissituation ist ja da, nur wie setzen wir das um? Das ist genau das Problem. Und so ging es auch, glaube ich, Jens Spahn. Wo läuft die Digitalisierung in Deutschland, wenn man uns mal Israel oder mit den anderen baltischen Staaten uns mal vergleicht? Da sind wir embryonal in der Hinsicht. Oder wie sieht es aus mit KI oder Großdaten in neuen Robotiksystemen in den Krankenhäusern, um Operationen sicherer zu machen? Wo ist da die Innovation? Wo bleibt die Innovation? Die Medizin entwickelt sich weiter. Wir haben tolle Startup-Unternehmen hier in Deutschland und die Innovationen kommen nicht bei den Patienten an. Und da frage ich mich, warum das so ist. Und das liegt daran, dass nicht investiert werden kann.
Und deswegen habe ich es, und das haben wir aus FDP-Bundestagsfraktion auch zugestimmt, die Digitalisierungsoffensive von Seiten Herrn Spahn für die Krankenhäuser haben wir als sehr positiv empfunden. 4,7 Milliarden Euro, so 3 Milliarden Euro vom Bund und 1,7 Milliarden Euro von den Ländern, wo die Länder sich verpflichten, auch weiter zu investieren, wäre etwas ganz Gutes. Über Bürokratie brauche ich erst gar nicht zu sprechen. Und dann sollte man sich da nochmal kritischer hinschauen, wie kommt es zu diesen Überversorgungsgebieten? Wie kommt es zu den Unterversorgungsgebieten? Was kann man dagegen machen? Darf ein Krankenhaus eigentlich alles machen, was sie meint, als Schild vorne dran zu hängen? Oder sollte sich nicht ein Krankenhaus lieber spezialisieren, sich vernetzen? Ist es wichtig, dass 10 Kilometer auseinander zwei kleinere Krankenhäuser existieren? Kann man diese nicht zusammenbringen in ein neues Krankenhaus, vielleicht größere Strukturen? Denn auch Medizin ist ein Handwerk und Übung macht den Meister. Und da muss man auch entsprechende Bedarfe auch berechnen. Also ich könnte jetzt hier unendlich sprechen, Robert, in vielen Punkten. Du kennst ja mein Petitum in diesem Bereich. Wir müssen Krankenhaus und Krankenversorgung neu denken. Wir müssen den Patienten in den Mittelpunkt setzen und nicht immer Gesundheit oder Krankheit als Kostenfaktor wahrnehmen, sondern auch hier Gesundheitsprävention, Gesundheitskompetenz ist kosteneffektiv, wenn man das richtig einsetzt, damit wir auch gesünder werden. Und die Landräte kann man ja insofern auch beruhigen, dass wir eine bedarfsgerechte und qualitative Versorgung auch haben wollen. Und dann kann es doch mal passieren, dass in seinem Landkreis oder ein Krankenhaus geschlossen wird, aber 5 Kilometer weiter über der Grenze ein viel größeres und besseres Krankenhaus existiert. Und dann ist es für die Versorgung der Menschen in der Umgebung sehr gut. Und ich fand auch hier die Beispiele der integrierten Gesundheitszentren oder auch Notfallversorgung multidisziplinär, tagesklinisch, ambulant, etwas sehr Gutes, sehr Wichtiges, gerne noch mit einem Transportmöglichkeit, mit einem Fahrdienst integriert, damit die älteren Herrschaften von den Dörfern auch abgeholt werden können zur Routine Untersuchung oder Termin. All das ist möglich. Es muss nicht immer ein KTW sein, es muss nicht immer ein Taxidienst sein. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo wir die 400 Milliarden Euro effektiver einsetzen können, bessere Qualität. Und am Ende des Tages erreichen wir etwas, was die meisten Patienten sowohl ambulant wie auch stationär sich beklagen, mehr Zuwendung. Wir denken immer noch zu sehr werkstättisch an Krankheit. Wir fahren die Patienten in die Werkstatt rein, reparieren und fahren sie wieder raus. Das ist nicht nur das, was die Patienten wollen und brauchen, sondern auch Zuwendung. Und da gehört auch dieser gesamte Komplex der Pflege hinzu. Und dann wage ich vorherzusagen, ist die Zufriedenheitsstruktur nicht nur bei den Patienten höher, sondern auch bei den Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften viel höher. Und wir haben ein System, das dann wirklich Weltspitze ist, wenn wir diesen Mut haben, gemeinsam auf Bundesebene wie auf Landesebene zu kooperieren, Robert, so wie wir beide das ja auch machen, voranzutreiben, um Gesundheit für alle in diesem Lande auch zu schaffen. Lieber Andrew, leidenschaftlich wie immer. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich glaube, der hat auch noch mal deutlich gemacht, wo tatsächlich auch Verantwortungsbereiche liegen. Und wir haben viel davon gesprochen, dass wir wissen, dass man sehr genau hinschauen muss, wer Verantwortung trägt. Da sehe ich im Krankenhausbereich die Länder. Wir haben aber auch beispielsweise im ambulanten Bereich natürlich die KBV, ein Stück weit auch den Bund mit der Bedarfsplanungsrichtlinie. Und wenn wir gesagt haben, wir schauen mal über den Horizont, wir brauchen eigentlich eine neue Struktur, ob man es ASZ, ambulant stationäres Zentrum nennt, oder ob man es IGZ nennt oder wie auch immer. Wir brauchen neue Strukturen, die rausgehen aus diesem klassischen Feld. Da fällt mir doch zum allererstes ein, Mensch, müsste ich denn nicht einfach zunächst mal gucken, zumindest macht man das wahrscheinlich so, wenn man eine neue Struktur aufbaut, welchen Bedarf habe ich denn eigentlich in meiner Region vor Ort? Und wie komme ich eigentlich an die Daten, die ich habe? Ich müsste doch ableiten von dem, was ich evaluiere, nämlich aus Krankenkassendaten, natürlich aus stationären Daten, also Krankenhäuser, aber auch aus dem Bereich der Niedergelassenen, müsste ich doch eigentlich den Versorgungsbedarf übereinander legen, weil ich dann relativ gut sehen kann,
Welche Krankheitsbilder werden eigentlich in der Region vor Ort oder versorgt oder welche müssen versorgt werden? Und da ist doch die Frage an zunächst mal auch Professor Ogurski und Dr. Giebes. Glauben Sie tatsächlich, dass wir von der Bedarfsplanung eher zu einer Versorgungsplanung im Regionalbezug kommen müssen, bevor wir überhaupt über adäquate Strukturen, ob im ländlichen oder im urbanen Umfeld, überhaupt reden können? Und wenn, wie kommen wir denn zu einem solchen gemeinsamen Planungsblick? Oder ist das und bleibt das erstmal Utopie? Lieber Herr Ogurski und lieber Herr Dr. Giebes, vielleicht das mal dazu. Also ich sag mal so, wenn wir sektorenübergreifende Versorgung haben wollen, dann müssen wir auch sektorenübergreifende Planung machen und natürlich auch sektorenübergreifend vergüten. Wenn Sie das nicht kombinieren, dann wird am Ende das nicht gelebt. Und Ihre Frage, klar, man muss die Bedarfe erstmal feststellen. Also auch wir versuchen ja empirisch zu arbeiten, erstmal eine nüchterne Bestandsaufnahme zu machen. Auch bei Projekten, die solche Überlegungen halt beinhalten. Schwierig ist nur oft, dass halt die Daten, entweder Sie bekommen es nicht so einfach, Sie sind ja auch sektorenmäßig aufbereitet, ne? Also da kriege ich die nicht unbedingt zusammen. Bei den Krankenkassen haben Sie zum Teil die Daten aber zusammen, aber Sie sehen ja nur das Ergebnis der heutigen Versorgung. Und Sie sehen dann nicht unbedingt, ob das, was gemacht wird, auch das Nötige, das Richtige war. Also Sie bräuchten ja auch so eine Soll-Welt. Sie haben ja nur die Ist-Welt und die Ist-Daten, aber nicht unbedingt die Soll-Daten. Das macht es dann etwas schwierig, wenn man sagt, man möchte jetzt diese 400 Milliarden, die im Gesundheitswesen sind, vielleicht anders verwenden. Dann würden Sie ja, wenn Sie eine Ist-Bestandsaufnahme machen, nur feststellen, dass die 400 Milliarden offenbar gebraucht werden in dem aktuellen Zustand. Also da gibt es ein paar Schwierigkeiten in der Statistik, aber grundsätzlich würde ich da ganz klar zustimmen, dass wir eine sektorenübergreifende Versorgungsplanung brauchen. Und da brauchen wir alle Stakeholder, das heißt einmal die Krankenhausseite, die niedergelassene Seite müssen dann mitreden, plus das Land, vielleicht die Landkreise mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst auch und die Kassen. Und eigentlich auch ein paar Patientenvertreter. Vielen Dank, Professor Ogurski. Lieber Dr. Giebes, sektorenübergreifende Planungsinstrumente. Wie hoch ist das Umsteuerungspotenzial überhaupt? Das sind dieses berühmte ambulante Umsteuerungspotenzial, also der ambulant-sensitiven Krankenhausfälle, wo man sagt, Mensch, das sind doch alles Dinge, die eigentlich auch niedergelassene oder in niedergelassenen oder ambulanten Strukturen erbracht werden können. Lieber Dr. Giebes, wie sehen Sie das? Braucht es tatsächlich für eine Strukturreform erstmal sektorübergreifende Planungsinstrumente? Und wenn ja, wie kommen wir da eigentlich dahin? Zwischen Land und KBV und Krankenhäusern und Krankenkassen. Also wenn ich das Wort Planung höre, läuft mir immer ein Gänseschauer über den Rücken. Ja. Und Günther Mittag und andere Heroen der Planung haben gezeigt, wie weit sie damit gekommen sind. Also ich glaube, ja, wir müssen Daten zusammenlegen. Man muss sich einen Eindruck verschaffen können und der muss sektorenübergreifend sein. Dieses Soll-Ist-Problem hat Professor Ogurski angesprochen. Wenn wir sagen, was abgerufen wird, ist sinnvoll, kann ich nur sagen, ist nicht unbedingt sinnvoll. Und Corona zeigt uns ja gerade, wie auch erhebliche Fallzahlrückgänge offensichtlich mit der Morbidität nicht so viel zu tun haben werden. Mit anderen Worten, ich würde das ganze Planungsthema mitführen, aber ich bin nicht überzeugt davon, dass man über Planung faire, gerechte Entscheidungen treffen wird, so eine algorithmisierte, mathematische Planung. Es braucht immer noch Menschen für. Und dann muss man sich überlegen, wo soll denn geplant werden? Also wenn ich mir die Landeskrankenhausplanung angucke, würde ich mal sagen, ist es ein jahrzehntelanger Nachweis, dass es nicht klappt. Das ist so eine nachvollziehende Planung, da wird quasi das noch legalisiert, was Akteure gemacht haben, aber eine echt eingreifende Planung hat bislang noch nicht festgestellt. Und da kriege ich nochmal einen Gänseschauer, wenn ich mir vorstelle, dass auch die ambulante Planung mit der gleichen Federführung stattfinden sollte. Also ich würde meinen, es braucht beides. Es braucht einen bundesweiten Rahmen, der vor allem eins sicherstellt, was ich in anderen Ländern schon kennenlernen durfte, wo ich gearbeitet habe.
der sicherstellt, dass ein Thüringer nicht nach Bayern fahren muss, um versorgt zu werden. Dass man quasi eine gleichwertige Lebensverhältnisse Land auf Land abbekommt und nicht im Gesundheitstourismus entsteht. Dafür brauche ich einen Bundesrahmen. Der muss entsprechend ausgestaltet werden. Und dann ist natürlich die Ausgestaltung im Einzelfall konkret vor Ort auf Landesebene vorzunehmen. Aber bitte nicht die Länder da in diese Rolle versetzen, weil die von Landtagswahl zu Landtagswahl kurzfristigsten Zielen hinterherlaufend keine Strukturplanung im engeren Sinne machen können. Und ich glaube, da liegt genau der Hund begraben. Wie kriegen wir diesen Spagat hin? Bundesweit vergleichbare Rahmenbedingungen, begründete Abweichmöglichkeiten. Und wir haben die Selbstverwaltung angesprochen. Ja, auch an der Stelle bin ich eher dezentral unterwegs. Das nicht unbedingt die Politik entscheiden lassen, sondern die Akteure. Aber dann auch mit unter Einbezug der Patientenvertreter. Das sehe ich genauso. Da müssen Krankenhäuser, da müssen Ambulanten, da müssen Patientenvertreter mit rein. Vielleicht noch eine kleine Beobachtung am Ende. Wir denken da immer ambulant, stationär. Das ist viel zu kurz gedacht. Da gehört der Rettungsdienst noch mit rein. Erstmalig haben wir jetzt in der Bedarfsplanungsrichtlinie auch drin, dass die Länder dort mit Sitze ausloben können. Erstmalig findet statt, dass man der Landesentwicklungsplan mal abgeglichen wird überhaupt. Was macht das Wirtschaftsministerium? Was macht das Verkehrsministerium? Was macht Gesundheit? Ist alles parallel zueinander gelaufen? Insofern würde ich mal sagen, wir dürfen hier nicht nur ambulant stationär denken, das wäre eine gefährliche Verkürzung der Debatte. Das muss viel breiter gefasst werden. Und der Prozess findet gerade erst statt. Wobei ich eins sagen möchte, ich war in Thüringen im Landesausschuss gewesen. Ich habe da einen sehr guten Eindruck gewonnen. Ich habe den Eindruck, dass dort auch noch eine Verbundenheit besteht der Akteure untereinander, die mit dem Land wirklich was zu tun hat, was sie in den westlichen Ländern nicht mehr finden, was verloren gegangen ist. Ich habe auch den Eindruck, dass die KV und auch die Kassenverbände dort sich ihrer Sicherstellungsverantwortung bewusst sind. Ich würde auch bewusst sagen wollen, und gerade Dr. Schröter sehr gut langjährig, ich glaube, die Bereitschaft, sich hier verantwortlich einzubringen, ist ja möglicherweise höher als in vielen anderen Bundesländern. Also Thüringen hat auch Kapital. Man darf nicht nur das Ende besingen und wie schwer das ist. Ich glaube, sie haben auch viele Aktivposten, die man hier in Stellung bringen kann. Wunderbar, vielen Dank, Dr. Gebes. Es hat sich noch kurz gemeldet, der Andrew Ullmann und nochmal Professor Augurski, der auch nochmal kurz dort was sagen möchte. Ja, danke schön, Robert. Ich wollte darauf reagieren, weil gerade ein wenig über Planung Schüttelfrost entwickelt wurde und da auch über die Unsicherheit der Datenlage. Ich würde grundsätzlich zustimmen. Ich bin jetzt auch nicht der große Planer. Aber wenn es da um die Kranken- und Gesundheitsversorgung einer Region geht, bedarf es einer Planung. Ich glaube, da sind wir uns ja auch relativ einig. Die Frage ist nur, wie so eine Planung aussehen kann und muss. Und ist es sinnvoll, von Bundesseite her ein Wabennetz über Deutschland zu ziehen und sagen, so müsst ihr jetzt planen, egal was vor Ort für Regionen existieren. Ich glaube, hier in dieser Runde müssen wir klar machen, dass Daten natürlich eine gewisse Unsicherheit beherbergen, die wir haben, aber wir müssen das zusammenbringen mit sozioökonomischen Daten, zusammenbringen im Sinne der Demografie und auch vor allem die Risiko für gewisse Krankheiten, die wir in den Regionen zum Teil auch noch kennen. Und da kann man problemlos eigentlich modulieren. Und aufgrund dieser Modulierungen und der Situation der Versorgungsstrukturen, die wir haben, kann dann, und das ist ja, was ich sagen möchte, als Bundespolitiker muss regional dann tatsächlich geplant werden. Was ist bedarfsgerechte Planung regional? Das kann man nicht so aus dem Ärmel schütten. Das muss man natürlich analysieren. Und idealerweise, und da kommt bei mir der kleine Wissenschaftler wieder durch, mit Modellregionen erst einmal zu testen, dass man nicht sagt, also das Testen klingt jetzt ein bisschen sehr trivial, es kostet einiges natürlich, aber bevor wir etwas bundesweit ausrollen, wäre es ja ganz gut, sage ich mal, Südthüringen sich dafür aussprechen würde, als Beispiel, ich sage es jetzt nur mal so, weil es am nächsten zu Unterfranken ist, dass man da eine Modellregion erarbeitet für Gesundheitsregion Südthüringen und sagt, da und da und diese Strukturen wollen wir auch haben und dann auch könnte man das dann auch weiter ausweiten. Und dann ist die Überlegung, wie ist das zu bezahlen? Das ist ja etwas, was ja auch noch nicht gelöst ist. Wie sehen eigentlich die sektorintegrierende oder sektorübergreifenden Strukturen aus? Wie soll man das bezahlen? Da muss man sich auch natürlich auch noch ein Modell
habt Gedanken machen in diesem Bereich. Aber ich denke, da werden wir noch weiter darüber diskutieren. Ich möchte jetzt nicht zu weit vorgreifen, Robert. Aber als ich dann hörte, dass Planung und Daten nicht gut zusammenpassen, so habe ich es gerade wahrgenommen in der Kommunikation, wollte ich doch schon mal einen Kommentar dazu abgeben. Dafür sitzen wir hier auch zusammen, wenn auch leider nur virtuell. Lieber Professor Augustki, Sie wollten noch was sagen, auch zu Dr. Giebis sicherlich. Ja, also tatsächlich stimme ich da Herrn Dr. Giebis auch klar zu. Ich bin auch kein Freund der Planerei. Also deshalb laufe ich auch gerade so ein bisschen durch die Lande und sage, wir brauchen mehr Gestaltungsfreiheit, und zwar auf regionaler Ebene. Also ich könnte mir gut vorstellen, auch das ist umsetzungstechnisch nicht einfach, dass man sagt, man hat eine Region, die kriegt einen Auftrag, die hat also die kriegt ein Budget und kriegt gewisse Gesundheitsziele und darf selbst entscheiden, das heißt die Akteure in der Region, wie sie die Ziele erreichen, also ambulant, stationär, über mehr Pflege, über mehr Kurzzeitpflege, was auch immer, oder Prävention. Also natürlich braucht es Ziele, und ich kann auch so ein Budget natürlich ableiten aus Daten. Ja? Also was kriegt man aus den Ist-Daten an Budget? Wie man aber das dann erreicht, ist den Leuten vor Ort überlassen. Und da kommt dann auch der Aspekt dieser Modellregion natürlich rein. Ja, da können Sie dann auch sagen, dann probieren wir das mal in manchen Modellregionen aus. Da eignen sich gerade Regionen in den neuen Bundesländern besonders gut. Da habe ich jetzt einige kennengelernt und muss sagen, dort beginnt die nächste Phase in der Gesundheitsversorgung. Aber eins muss ich Ihnen mitgeben in Thüringen, weil das ist zwar nicht direkt Gesundheitspolitik, aber ich habe eine Tabelle heute aufgemacht, als ich mir Thüringen angeschaut habe, und dann hatte ich doch einen kleinen, bin ich erstarrt. Also Sie haben da in dem Bundesland 23 Kreise, also Stadt- und Landkreise. Und das funktioniert nicht. Das wird nicht, also man liebt seine Heimat, man liebt die kleinen Strukturen, aber Sie kriegen in diesen Kreisen keine guten Versorgungsregionen hin. Die sind schlecht, also es ist halt etwas ineffizient. Nehmen Sie mal Sachsen, die haben 4 Millionen Einwohner, also sagen wir fast doppelt so viel, haben 13 Kreise. Mecklenburg-Vorpommern hat 1,6 Millionen Einwohner, hat 8, also immer Stadt- und Landkreise zusammen. Weil dann haben Sie ja auch das Thema einfacher, wenn Sie jetzt in einem Kreis ein Krankenhaus schließen, dann will der das ja nie aufgeben. Wenn der Kreis aber größer ist, dann gibt es ja weitere im Kreis. Ja, das sind ganz wichtige Dinge. Das würde ich Ihnen da unbedingt auch mitgeben, wenn Sie über Modellregionen nachdenken. Das ist natürlich ein langer Weg, aber andere haben es geschafft. Lieber Professor Augustki, das war, habe ich so ein bisschen rausgehört, das Petitum für eine Kreisgebietsreform. Da haben wir Freie Demokraten etwas andere Sichtweise drauf, weil wir sagen, dass nicht zwangsläufig die Strukturen oder die Größe von Strukturen alleine bestimmen, ob das effizient ist, sondern eher die Frage ist, welche Leistung hinter diesen Strukturen steht. Wir sagen interkommunale Zusammenarbeit und welche Planungsregionen habe ich überhaupt, mit welchem Blick gehe ich drauf, ist es denn wirklich tatsächlich nur noch einen Blick, der von Kreisgrenzen ausgeht, das vielleicht auch nicht mehr ganz so up-to-date. Ich glaube, man muss dann eher in Potenzialen und Regionen denken, als vielleicht nur auf einer Kreisebene. Aber ich habe vorhin so ein Stück weit rausgehört. Wir müssen die ersten Schritte gehen. Viele oder einige Regionen sind da schon gegangen. Wie gesagt, Templin, Innovationsfonds, finde ich ein ganz spannendes Projekt, was dort gelaufen ist. Jetzt, glaube ich, auch langsam zum Abschluss kommt, oder Abschlussbericht war schon dort. Ich glaube, das Wichtigste ist, wie immer, man muss zunächst mal eine Situation analysieren. Man muss am Ende ein Projekt auch operationalisieren und am Ende evaluieren. Und da liegt im Thüringer Landtag zumindest ein Antrag vor, der eben keine Angst hat, dieses Thema mal aufzugreifen und eben drei Dinge möchte, nämlich einmal tatsächlich von der Bedarfs- zur Versorgungsplanung, das ist diese Potenzialanalyse, was habe ich eigentlich, welche Strukturen kann ich denn überhaupt wirtschaftlich betreiben und in hoher Qualität betreiben und wo muss ich vielleicht auch überregional am Ende Patienten auch überweisen, damit die Patienten immer die beste Versorgung bekommen. Dann natürlich die Frage, welche Struktur ergibt sich aus dem Bedarf, den ich in der Region habe,
Denn auch da habe ich große Zweifel, dass tatsächlich immer eine Krankenhausstruktur das adäquate Mittel der Wahl ist. Das hängt an vielen Dingen. Ich glaube, heute ist nicht nur sektorübergreifend, sondern wir müssen natürlich klar auch Kompetenz in Regionen holen. Da gehört auch vieles mit Digitalisierung dazu. Aber natürlich ASZ, IGZ und so weiter. Was können denn eine klassische Krankenhausstruktur ersetzende Innovationsstrukturen sein? Auch da wollen wir uns Gedanken machen, haben ein paar Dinge vorgeschlagen. Natürlich Entwicklung, Punkt 3, eines ambulant-stationären Leistungskatalogs. Hybrid-DRG ist schwierig, wie es mal hier ausprobiert worden ist. Ich sage mal, ohne das despektierlich zu meinen, aber wenn ein Krankenhausgeschäftsführer entscheiden kann, nimmt er die DRG-Leistung oder nimmt er die ambulante Vergütung, wird er sich wahrscheinlich immer für die DRG-Leistung entscheiden. Also da muss man, glaube ich, einen starren, klar definierten Katalog haben an Leistungen, die eben dann einen Preis bekommen, der natürlich zwischen ambulanter Vergütung und DRG-Vergütung ist. Und am Ende eine Modellregion, auch da haben wir uns in dem jedenfalls bezogen auf die Studie aus Bayreuth. Also Sie sehen, es gibt zumindest jemanden, wenn es auch aktuell noch eine der kleineren Fraktionen ist, die natürlich das im Blick haben und hier vorangehen wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind fast am Ende. Wir haben nämlich keine Fragen. Jetzt ist so ein bisschen die dritte Runde geplant gewesen, wo wir auf die Zuschauerfragen eingehen wollen. Das gibt uns und gibt Ihnen aber natürlich nochmal die Chance auf eine kurze Schlussrunde. Was würden Sie mir denn antworten, wenn ich Sie fragen würde, was ich auch gerade tue? Wo soll denn Landespolitik als allererstes anpacken, wenn es um die Zukunft der Krankenhaus- und der Versorgungsstruktur geht? Was müssen wir als erstes tun? Und das schreibe ich einfach mit. Wir haben ja vielleicht Landtagswahlen und dann vielleicht eine andere Zusammensetzung danach. Vielleicht mit Ihnen, Herr Professor Ogurski, dann Dr. Gieves, Andrew, natürlich Guido Dressel noch. Ja, also kann ich, glaube ich, einfach beantworten, weil ich jetzt das letzte Jahr und auch dieses Jahr in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern Ähnliches gemacht habe. Wir brauchen natürlich erstmal eine klare Bestandsaufnahme. Und dann wäre es im nächsten Schritt wichtig, ein Zielbild zu entwickeln für die Gesundheitsversorgung des Landes und das dann möglichst mit den Akteuren vor Ort dann auch konzentrieren und dann zu sagen, so, und der nächste Schritt ist dann, den Weg auch in dieses Ziel, zu dem Ziel hin zu machen. Ja, und da muss man nicht gleich den ersten Schritt schon das Ziel erreicht haben, aber man hat eine Orientierung und das ist ganz zentral. Also Bestandsaufnahme, Zielbild und dann kann man auch voranmarschieren. Vielen Dank, Herr Professor Ogurski. Lieber Dr. Gieves, was geben Sie der Landespolitik auf den Weg, mit auf den Weg? Also zwei Dinge vielleicht. Die erste Sache wäre, Notfallversorgung, die jetzt ansteht, ist ein Stück weit auch präformierend, was Krankenhausplanung angeht. Das heißt, die Standorte, aus denen Notfallversorgung heraus geleistet wird, werden auch die Standorte sein, die dauerhafter sehr wahrscheinlich ihre Rolle und Funktion haben. Insofern glaube ich, dass man über den Weg der Notfallversorgung auch in eine langfristige Standortdiskussion eintreten kann. Das muss man aktiv begleiten und natürlich auch immer klar, ohne Daten geht das nicht. Ich wollte nur mal anmerken, ich habe fast den Eindruck, momentan ist ja so eine Planungseuphorie entstanden, die würde ich hier eher unterziehen. Bestandsaufnahme ja, aber dann überlegen, wie kann man Notfallplanung organisieren. Und der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, ich bin ja für die Bedarfsplanung zuständig, diese isolierte Gesundheitsplanung auch ein Stück weit zu verlassen und sich wirklich Landesentwicklungspläne anzugucken. Was hat man wirtschaftlich vor? Was hat man mit dem Straßenbau vor? Was will man mit dem Fachkräftemangel denn machen? Und dort auch immer die Frage Gesundheit mitzudenken. Ich habe den Eindruck, in vielen Bundesländern läuft es in einem eigenen Silo völlig losgelöst von all den anderen Fragestellungen. Und ich glaube, das wäre auch einen eigenen Antrag wert, zu sagen, eine integrierte Landesplanung, die auch Gesundheit entsprechend mit berücksichtigt, könnte noch ein Punkt sein, den man da vielleicht sich nochmal gesondert anschaut. Wunderbar. Vielen Dank, Dr. Gieves.
Also Perspektive Landesentwicklungsplan eben auch unter der Perspektive Gesundheitsversorgung mitzudenken, nicht nur in Straßen, das natürlich auch, aber eben auch das mitzudenken und da die Strukturen sich anzuschauen, die man in den nächsten Jahren schaffen würde, um frühzeitig darauf sozusagen auch Gesundheit einstellen zu können. Lieber Herr Dressel, nun sind Sie mit mir gemeinsam permanent auf Landesebene unterwegs, aber wenn Sie sich was wünschen würden und wünschen könnten von der Landesebene hier in Thüringen, was wäre das denn? Naja, ich hatte das ja gesagt, also für mich gehört Gesundheitsstrukturen oder die Zukunft von Gesundheitsstrukturen muss politische Chefsache werden. Und zwar ganz schnell und noch in diesem Jahr. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es jetzt Landtagswahlen gibt oder nicht. So, also das muss der neue Landtag machen. Das muss aber im Fall des Falles auch der alte machen. Okay, ja, also der Einstieg ins Machen, ins Tun, da haben Sie uns auf alle Fälle an Ihrer Seite, denn das mahnen wir ja, solange wir jetzt im Landtag sind, permanent an. Ich glaube, bei sehr vielen Fragen, ob das Gesundheitskompetenz, Digitalisierung, ob das die Frage von Niederlassungsförderung ist und so weiter und so fort. All da ist ziemlich viel liegen geblieben in den letzten Jahren. Aber deswegen macht es mir ja auch als Fachpolitiker so viel Spaß, die Ministerin als in ihrer Funktion immer wieder daran zu erinnern, warum sie und welches Ressort sie hier eigentlich führt. Und da gibt es genügend zu tun. Lieber Andrew, du und dir gebührt sozusagen das Schlusswort dieser wahnsinnigen spannenden Diskussionsrunde. Andrew, du als Bundespolitiker, du in der Erkenntnis, wie schwierig das manchmal ist, wenn man eine unterschiedliche Perspektive auf dasselbe Problem hat, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Andrew, was wünschst du dir von Landespolitik, wenn es um Gesundheit geht? Ich würde die MPKs erstmal abschaffen, wahrscheinlich in dem Zusammenhang, weil das hat nie was gebracht zusammen. Aber jetzt Scherz beiseite. Hier ist ja sehr vieles Richtiges und Wichtiges gesagt worden. Und hier muss tatsächlich auch Gesundheit neu gedacht werden. Und ich finde es auch richtig, was du gesagt hast, wir tun und machen, ist etwas ganz Wichtiges. Und das ist jetzt hier nicht gesagt worden, das klingt als Soft Skill jetzt in diesem Bereich, erklären, die Leute mitnehmen. Denn das ist die größte Sorge, wenn ein Haus möglicherweise umstrukturiert wird oder vielleicht ganz geschlossen wird, weil 5 Kilometer weiter etwas Neues entsteht. Was macht Angst in der Bevölkerung? Nimmt die Leute mit, das ist etwas ganz Wichtiges, erklärt es, was man will. Und für uns jetzt als FDPler, Robert und ich, wir müssen klar machen, dass wir nicht die kalte FDP sind, die einfach sagen, wir schließen und damit haben wir das, sondern wir wollen etwas Gutes erreichen, etwas qualitativ Hochwertiges. Und wir müssen auch außerhalb der alten Strukturen denken. Und hier ist es ja auch gesagt worden, die verschiedenen Sektoren kooperativ und miteinander zusammenzubringen, bedarfsgerecht, egal ob es jetzt eine tagesklinische, ambulante, stationäre, Rettungssystem, Reha, Palliativ und was es alles noch so gibt. All das ist, was die Leute brauchen und das müssen wir bedarfsgerecht auch herüberbringen und auch die einzelnen Regionen, die mal dünner, mal stärker bevölkert sind, auch wahrnehmen. Und ich finde es auch ganz richtig, dass man auch hier Landesplanung mit, jetzt nehme ich das Wort schon wieder in den Mund, Planung. Also gemeint ist natürlich, in welche Richtung das gehen soll. Aber ich glaube, es ist sehr verständlich, was ich meine. Aber vergisst die Leute nicht, nimmt die Leute mit auf den Weg und erklärt, wo es hingehen wird. Weil ich glaube, diese Lösung, die wir heute diskutiert haben, ist und sorgt dafür, dass wir zukunftssicher auch nachhaltig, ich meine, das Wort nachhaltig ist ziemlich verbraucht, aber die Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen ist etwas ganz Wichtiges. Und da gehört auch übrigens auch öffentlicher Gesundheitssystem auch noch dazu, dass wir noch berücksichtigen müssen. Aber sei es, wie es ist, das ist die Richtung, die wir gehen müssen, gemeinsam. Lieber Andrew, vielen, vielen Dank. Lieber Professor Augurski, lieber Dr. Giebes, lieber Guido Dressel, das war ja eine, ich schaue mal auf die Uhr, ja, anderthalb, ein und dreiviertel Stunde spannende Diskussion. Ich glaube, wir haben eins klar gemacht, dass die Neuaufstellung notwendig ist, dass das so ganz einfach nicht ist, weil man viele Dinge beachten will, denn so einfach an und aus geht es nicht.
sondern man muss schon gucken, dass die Leute einfach perfekt auch und optimal versorgt sind. Und möchte mich einfach sehr herzlich bei Ihnen, bei euch allen bedanken für den Input. Ich glaube, das Wichtigste war, dass nochmal deutlich geworden ist, dass wir definitiv langsam mal ans Laufen kommen müssen. Denn wir wissen, wo die Probleme sind als Politik. Und jetzt müssen wir es gemeinsam nicht nur mit den gesundheitspolitischen Akteuren, nicht nur mit den Akteuren, die versorgen, sondern auch mit den Expertinnen und Experten gemeinsam gestalten, damit eben auch morgen noch gut versorgt werden kann. Vielen Dank Ihnen allen. Bleiben Sie alle gesund. Bleiben Sie uns gewogen. Wir werden nämlich diese Reihe fortsetzen, auch mit spannenden Gästen. Am 31. Mai, darf ich einfach sagen, wird beispielsweise Professor Hecken hier mit dabei sein. Es werden Startups mit dabei sein. Da werden wir mal die Frage angehen, wie kommt denn eigentlich Innovation ins System? Auch das vielleicht keine ganz oder eine recht spannende Debatte, auf die ich mich sehr freue. Ihnen vielen, vielen Dank.